Da geht's auch schon weiter bei Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception und ja, wir sind das letzte Mal hier in dieser unterirdischen Katakombe unter Jemen stehen geblieben, wo wir anhand von Sir Francis Drakes Karte anscheinend ein kleines Rätsel lösen müssen, um weiterzukommen, damit wir erfahren, wo in der Rub-al-Khali-Wüste die verborgene Stadt namens, ich habe den Namen vergessen, vergraben ist. Und ja, wir mussten dieses Mondsymbol finden, denn auf der Karte stand oder auf der Wand stand, der Mond zeigt den Weg oder irgendwie sowas. Und was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen jetzt uns hier draufstellen, die L1-Taste drücken, damit er die Karte hält. Und dann, ja, ihr könnt es euch schon denken, müssen wir die Karte so Er positionieren. hat drei der Säulen markiert. Ich denke, wir müssen alle drei Hebel ziehen. Gleichzeitig? Ich stecke meine Hand nicht in so ein Loch. Okay, los geht's. Wir müssen die Hebel gleichzeitig ziehen. Ja, denn es sind ja drei Löcher, die markiert ist, wie er gerade gesagt hat. Wir müssen nur die richtigen finden und wir stehen auf dem richtigen Weg und siehe da. Das ist es. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Namen, den benutze ich echt häufig. Mach es. Okay, dann wollen wir mal. Mal gucken, was es bewirkt. 3, 2, 1, los geht's. Eins, zwei, drei. Ist das auch der richtige Hebel? Hört mal. Was habe ich gesagt? Respekt, es hat geklappt. Ja. Echt beeindruckend. Ein weiterer Weg hat sich geöffnet. Oh, okay. Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Schatz bestimmt. Was sonst? Die Reichtümer einer verlorenen Welt. So einfach ist es aber nie, oder? Selten. Und die Schweine in den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Ja, das sind Marlos-Männer. Ja, wollen wir mal hoffen, dass sie nicht schon hier sind. Also ich meine, sie sind noch nicht hier, sonst hätten die Tür ja schon geöffnet. Aber wir wollen hoffen, dass wir noch genug Zeit haben, um die anderen Sachen zu erledigen hier. Und ihr seht, das war noch nicht alles. Okay, der Weg vor uns ist der Weg, den wir gehen müssen. Aber links und rechts sind noch zwei Rätselräume, die wir lösen müssen. Und das machen wir dann. Und ja, ich bin ja eigentlich überhaupt gar kein Fan von Rätseln, aber die Rätsel von Uncharted finde ich immer sehr intelligent und auch cool gemacht, was wir jetzt auch gleich sehen werden. Und was für Symbole? Sowas habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Es sieht wie ein Mechanismus aus. Genau. Ja, es sieht wie ein Mechanismus aus. Und hier liegen überall Zahnräder rum und die müssen wir Hoffentlich kriegen natürlich wir das offensichtlich hin. hier reinstecken. Ich rede jetzt einfach mal darüber, wenn die quatschen. Tut mir leid. Aber es gibt natürlich eine richtige Reihenfolge, weil nicht jedes Zahnrad passt da rein. Und die haben auch noch dazu Symbole, wie ihr seht. Und wir wissen halt nicht, was wir da reintun sollen. Und dazu gibt es einen kleinen Trick. Denn ihr seht da oben vielleicht diesen komischen Schatten. Ja, es sollen Schatten sein. Die werden dadurch geworfen, irgendwie durch das Licht. Und das ist auch das Intelligente daran. Wir gehen jetzt nämlich erstmal hier hoch. So. Ja. Müssen wir als Schritt 1 auf dem Weg das Rätsel zu lösen. So. Und dann gleich seht ihr auch warum, was es für einen Sinn hat. Nämlich, siehe da, wenn wir uns jetzt hier bewegen. Tada. Hey, der Schirm entschlüsselt die Bilder. Was siehst du? Okay, eins ist wohl ein Kreuz. Das andere zeigt vier Kreise. Das gleiche Symbol ist an manchen Zahnrädern. Symbole scheinen sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Okay. Was zum Teufel soll das bedeuten? Naja, wir wissen schon mal auf jeden Fall, dass diese vier Kreise und das Kreuz, dass das die Zahnräder sind, die wir brauchen. Oh, und da liegt auch noch eins. Gut, dass wir hier hochgeklettert sind. Und das brauchen wir wahrscheinlich. Deswegen werfen wir das erstmal da runter. Zack. So. Und das Rätsels Lösung ist es eigentlich. Ich glaube, so war es, die abwechselnd da reinzustecken. Der Größe nach. Das heißt, hier hinten haben wir ja schon ein Kreuz drin. Weiter geht's auch. Also, und das heißt, jetzt müsste links die Punkte kommen, dann wieder Kreuz, Punkte, Kreuz, Punkte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das in der richtigen Größe. Und hier haben wir einen kleinen Punkte-Dingsbums. Der müsste dann ja quasi direkt daneben passen. Oder hier, wenn es ein Punkte ist. Aber ich glaube, das war ein Kreuz. Egal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier rein tun. So. Dann bräuchten wir jetzt ein großes Kreuz. Das haben wir eben zum Beispiel darunter geworfen. Nehmen wir das doch auch mal direkt, wenn es hier schon so bereitwillig rumliegt, ne?
Und danach brauchen wir einen großen Punkt. Okay. Also beziehungsweise vier große Punkte. Kaching. Vier große Punkte haben wir einmal da liegen und einmal noch da hinten. Oh, das hier dürfte erstmal reichen. So. Okay, setzen wir uns da rein. Da brauchen wir ein kleines Kreuz und nochmal einen großen Punkt. Kleines Kreuz haben wir. Hier? Nee. Auch noch ein kleines Kreuz. Ah, da. Da liegt's. Sehr schön. So, und dann noch einmal ein Großpunkt. Ein Großpunkt, beziehungsweise vier Großpunkte. Ihr wisst, was ich meine. Und dann dürften wir es eigentlich auch schon gelöst haben. So. Also mal gucken, ob es richtig ist, indem wir hier an diesem Ding dran drehen. Und, aha, es tut sich was. Sehr schön. Aha, jetzt geht's. Toll! Yeah. Okay, das war's auch schon für das erste Rätsel. War gar nicht so schwer, wenn man weiß wie. Und dann dürfen wir wieder raus, dann wird uns wieder der Freak in die Weiheit. Oh Gott, der Weg in die Freiheit geschenkt, wollte ich sagen. Okay, aber wir haben noch einen Raum und ihr seht, du da die erste... Sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich, nein. Naja, wir werden es halt rausfinden. Und ihr seht, die eine Statue hat sich schon wieder bewegt und hat den Weg schon freigegeben. Das heißt, die andere fehlt noch. Und das ist auch noch ein sehr, sehr intelligentes Rätsel. Okay, was sollen die Körperteile? Ich finde das echt unheimlich. Ja, das sieht auch ziemlich unheimlich aus. Körperteile aufgespießt. Gut, keine echten, aber... Immerhin. Okay, und wir können das gucken. So, aha. Und damit gemeint ist das linke Bild. Diese zwei Figuren, der eine, der andere ersticht. Das müssen wir herstellen, dieses Bild. Ihr seht da hinten an der Wand vielleicht den Typen, der erstochen wird, aber der Typ, der ihn ersticht, fehlt. Und dazu müssen wir auch was sehr Intelligentes machen. Ich sage heute sehr oft intelligent, was gar nicht zu mir passt. Wir müssen uns nämlich hier diesen Leuchtstab nehmen. Oder was auch immer das sein soll. Sully, dein Feuerzeug! Klar, bitteschön. Eine vorzeitliche Taschenlampe. Und das Rätsel ist auch cool, weil wir müssen halt diesen Typen, der den anderen Typen ersticht, dadurch wiederherstellen, dass wir Schatten miteinander verbinden, und zwar Schatten der einzelnen Figuren, die hier stehen, sodass sie auf dieser Wand dann halt den Typen ergeben. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wie es aussah. Da, ihr seht schon, da vorne ist der Kopf und der Speer, und dann müsst ihr euch einfach an irgendeiner dieser Vorrichtungen da so ein bisschen orientieren. Und ihr seht, das ergibt schon den Typen, wenn wir die Kamera richtig positionieren. So. Und wenn wir meinen, es ist richtig, müssen wir das Ding im Boden positionieren. Und siehe da, voila. Sehr geil gemacht, wie ich finde. Und das war's auch schon. Ich habe natürlich beim ersten Mal Spiel ein wenig länger gebraucht, weil ich erstmal verstanden musste, was sie von mir wollten. Aber wenn man es weiß, geht's eigentlich. So. Okay, dann müsste der Weg jetzt theoretisch frei sein, wenn wir alles richtig gemacht haben. Und, aha, es tut sich was. Ah. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal weiter und werden mal sehen, was uns hier so erwartet. Außer ein wenig verstaubte und von Spinnennetz überfallene Wände. Okay, ach Nate, hat Francis Drake jemals die verlorene Stadt gefunden? Glaube ich nicht. Sieht aus, als wäre er nur bis hier gekommen und hat dann umgedreht. Und hat seinen kleinen Umweg dann verheimlicht? Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Was meinst du? Ich weiß nicht. Alles hier kommt mir wie eine große Warnung vor, meine ich. Ja, wenn man es alles so schwarz sehen will, dann könnte das schon stimmen. Warum die Elena da hinten steht und nicht mitkommt, weiß ich nicht, aber ist mir jetzt auch egal. Naja. Wir wissen ja, dass Drake sowieso das Chaos anzieht, von daher ist es eigentlich auch egal, ob wir jetzt weitergehen oder nicht.
Aber das ist ja sowieso egal, es gehen wir halt weiter. So, was gibt's denn hier Interessantes? Sieht wie ein verziertes Becken aus. Ich nehme meine Fackel mit. Fackel. Okay. Ah, nicht schlecht. Und was macht dieses Ding? Was können wir da machen? Ah. Da brat mir doch einer einen Storch. Wow. Wie oben, so auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Vergiss es. Hey, glaubst du, du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus aufmunternd. Hört ihr das? Oh oh. Oh nein. Halt, was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Oh. Oh, Mist. Oh nein, nein. Oh Mann. Na, ganz toll. Schon wieder diese Riesenspinnen. Genau. Und jetzt müssen wir erstmal wieder fliehen. Ja, immer wo wir sind, tauchen auch die auf. Und das machen wir am besten, indem wir die ganze Zeit die Fackel schwingen. Damit uns die Spinnen nicht zu nahe kommen. Wie ihr seht, die haben ja Angst vor Feuer, das wissen wir ja zum Glück. Und das ist unser Vorteil. Boah. Ja, während die anderen sich den Weg freiballern. Das ist ja eigentlich ganz gut, bei so einer, dicken Schrotflinte da rein zu pflügen. Da trifft man auf jeden Fall was. Ich meine, es reicht zwar nicht aus, um 1 Million von Spinnen zu killen, aber ein Großteil davon. Naja, obwohl. Kein Großteil, aber etwas, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Kommt schon, weiter geht's. Oh, das sieht sehr eng aus hier. Sie steckt fest. Vielleicht kann ich sie von drüben öffnen. Halte sie damit zurück. Ich helfe Elena von hier aus. Na toll. Jetzt müssen wir uns die vom Leib halten, indem wir hier einfach rumballern. Und die ziehen sich zum Glück zurück, wenn sie merken, dass ihre Kameraden erschossen werden. Ich halte einfach drauf, damit die uns gar nicht erst zu nahe kommen. Allerdings habe ich nicht mehr viel Munition. Ah, okay, danke, Sully. Und Elena sollte sich mal beeilen, um das Tor aufzumachen. Das wird hier langsam ein bisschen eng. Macht schon. Bitte. Wir können hier nicht mehr lange überleben. Wir haben noch 3 Schuss. Okay, es sieht immer noch nicht gut aus. Kommt schon. Elena! Elena! Oh, danke. Oh Mann. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu umzudrehen, zurückzusegeln
und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du... Du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sully, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sully, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Ja, man sieht, Elena macht sich ernsthaft Sorgen um Sully und Drake, aber vor allen Dingen um Drake, denke ich mal, weil... Obwohl sie getrennt leben oder mal da was war, denke ich mal, dass die Liebe zwischen ihnen nicht einfach so erloschen ist. Ja, aber bei uns ist jetzt die Zeit erloschen und deswegen mache ich jetzt erst einmal hier einen Cut und würde sagen, im nächsten Teil treten wir dann wieder diesen Rückweg an, denn hier haben wir alles erledigt und ja, werden sehen, wo uns unser Weg als nächstes hinführt. Ja, genau. Also bis dann. Ciao.